ein kleines Passfoto und ein paar Informationen zu Größe, Alter und Gewicht. Viel mehr stand nicht im Brief der Vermittlungsagentur. Das musste Andrea und Hans-Joachim Sauer genügen, um sich für oder gegen dieses Kind zu entscheiden. Es fiel ihnen trotzdem nicht schwer. Trotzdem war es sofort klar, dass das Kind sein wird? Das war unser Sohn, ja. Und wie kommt das? Das war ein Gefühl. Wir haben beide das Foto gesehen und haben gesagt, das ist er. Seriyun heißt ihr zukünftiger Sohn, 7 Jahre alt. Noch ist er eines von 140 Waisenkindern in einem Kinderheim in Addis Abeba, Äthiopien. Bei seiner leiblichen Familie konnte Seriyun nicht bleiben. Seine Mutter verließ ihn, sein Vater starb. Dass seine neuen Eltern aus Deutschland kommen, erfährt Seriyun von Schwester Ludgarda, der Heimleiterin. Hier ist er einer von vielen. In Deutschland wird er ein Einzelkind sein. Es wird ihm an nichts fehlen. Die Adoptiveltern sind bestens vorbereitet, auch auf eventuelle Schwierigkeiten. Klar wird es Probleme geben. Das ein oder andere Mal wird irgendeiner vorbeikommen und irgendwas Dummes sagen. Aber das sind Sachen, damit muss man leben. Also ich denke mal, dass wenn wir ihm ein bisschen Selbstvertrauen mitgeben, dann wird er auch damit umgehen können. Endlich kommt der ersehnte Anruf. Andrea und Hans-Joachim Sauer können ihren Sohn in Addis Abeba abholen. Während die beiden die Reise nach Afrika antreten, schaut sich Seriyun immer wieder das Fotoalbum an, das ihm die neuen Eltern geschickt haben. Sein neues Leben im DIN A5-Format. Schau mal, das sind deine neuen Freunde, tröstet Schwester Ludgarda. In Addis Abeba angekommen, quartieren sich die Sauers im Gion Hotel ein, das die Äthiopier nur Adoptionshotel nennen. Denn hier werden Andrea und Hans-Joachim nicht die einzigen Weißen mit einem schwarzen Kind sein. Rund 1400 Adoptivkinder verlassen jedes Jahr das Land. Bei den Sauers liegen die Nerven blank. Ich kann es nicht abwarten. Ich würde am liebsten sofort hinfahren. Lange müssen sie nicht warten. Am nächsten Tag schon geht es ins Kinderheim. Schwester Ludgarda begrüßt die beiden herzlich. Und dann ist er einfach da. Dieser Moment, auf den sie 3 Jahre gewartet haben. Setz dich doch dazwischen, hilft Schwester Ludgarda. Hunderte Male schon überbrückte sie Momente wie diesen. He likes football. Er mag Fußball, sagt sie zu den frisch gebackenen Eltern. Die ringen noch mit ihrer Fassung, so groß sind ihre Gefühle in diesem Augenblick. Sie erfahren noch ein paar Details aus Seriyuns früherem Leben. Dann dürfen sie ihren Sohn mitnehmen. Erste Annäherungen, ganz vorsichtig. Nach gut einer Woche sind alle Formalitäten erledigt. Familie Sauer fliegt zurück nach Deutschland. Zu dritt. Am frühen Morgen betritt Seriyun zum ersten Mal sein Zimmer. Endlich angekommen, im neuen Leben.